Ich begrüße Sie ganz herzlich und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Diese Woche beschäftigen wir uns mit Datierungsmethoden. Beginnen möchte ich mit der relativen Chronologie. Ganz wichtig zu nennen ist hier Oskar Montelius, der Begründer der sogenannten typologischen Methode. Es handelt sich hierbei um die Lehre von der Entwicklung von Typen. Das klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Als Typbeispiel nehmen wir jetzt mal die Fibel. Wir führen Ausgrabungen durch und stellen jetzt fest, wir finden verschiedene Fibeltypen, die unterschiedlich aussehen. Jetzt gehen wir davon aus, dass die Fibel, die sich in der untersten Schicht befindet, als erstes in die Erde gekommen ist und somit auch am ältesten ist. Die in der jüngsten Schicht ist entsprechend auch am jüngsten. Jetzt betrachten wir das Ganze in einem größeren Kontext. Unsere Ergebnisse tragen wir in einer Tabelle zusammen und können so erkennen, welcher Fibeltyp zu welcher Zeit vorlag und wie sich die Fibeln entwickelt haben. Fibeln, die beispielsweise in einer Erdschicht lagen, aber unterschiedlich aussehen, die müssen eigentlich zeitgleich gewesen sein. Wenn wir jetzt eine neue Grabung durchführen und wir finden nur eine einzige Fibel, dann können wir die mit unseren vorhandenen Aufzeichnungen vergleichen und sie entsprechend relativ chronologisch einordnen. Das geht natürlich nicht nur für Fibeln, sondern für alle Funde. Es gibt natürlich aber auch hier einen statistischen Fehler, den wir berücksichtigen müssen. Es ist zum Beispiel möglich, dass wir eine Fibel finden, von der wir wissen, die müsste eigentlich aus dem Jahr 600 vor Christus kommen. Und jetzt finden wir sie aber in der Schicht aus dem Jahr 200 vor Christus. Wie kann das überhaupt möglich sein? Gab es die zu dieser Zeit tatsächlich noch? Wurde die noch so hergestellt? Es kann ja auch möglich sein, dass die nur in einem bestimmten Bereich hergestellt wurde und durch Handelsbeziehungen wieder importiert wurde. Oder es handelt sich um ein Familienerbstück. Das wurde über die Generation immer weitergegeben und ist so erst zu einem viel späteren Zeitpunkt in die Erde gekommen. Es gibt immer so kleine Variablen, die wir berücksichtigen müssen. Diese gibt es übrigens auch bei der absoluten Chronologie. Dazu zählt unter anderem die C14-Methode. Und deshalb freue ich mich, dass wir hier gerade in Kiel sind und sich Dr. Hülz extra Zeit für uns genommen hat, um uns die Radiokarbon-Datierung zu erklären. Und danach geht's weiter Richtung Schleswig. Dort treffen wir nämlich Dr. Schulze, der uns ein bisschen was zur Dendrochronologie erzählen wird. Kommen Sie mit!